Willkommen zurück bei der Miss Tippmaus. Heute möchte ich euch eine Lösung für ein Problem zeigen, was jeder von uns kennt, und zwar Kabelsalat. Wir basteln heute einen Kabelhalter, und zwar aus dieser Toilettenpapierrolle. Wir brauchen dazu diese Toilettenpapierrolle, doppelseitiges Klebeband, ein Lineal, ein Stift, eine Schere und Geschenkpapier. Dieses Geschenkpapier, das wollen wir jetzt als erstes auf und zeichnen eine Linie da drauf, eine Figur, und zwar sind die Längslinien 16 cm lang und die breite Linie 12 cm. Also längs 16 cm und dann die waagerechte Linie 12 cm. Wenn wir das gemacht haben, schneiden wir diese Figur aus. Wenn wir dann das ausgeschnitten haben, dann sehen wir schon unsere Form. Die legen wir jetzt zur Seite, nehmen unser doppelseitiges Klebeband und schneiden davon 4 kleine Stücke. Ich habe jetzt hier so ein breites, das kann man also schön in 4 kleine Stücke schneiden. Und die kleben wir jetzt an den Rand hier oben von unserer Toilettenpapierrolle. 4. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Wenn wir das fertig geklebt haben, schneiden wir uns nochmal ein Stückchen ab für nachher, wenn unsere Rolle rumgelegt wird. Das klebt ihr euch am besten irgendwo hin, wo ihr gut rankommt. Jetzt können wir die Folie abziehen. Wenn wir das geschafft haben, nehmen wir unsere ausgeschnittene Form und rollen die Toilettenpapierrolle damit ein. Und da, wo das Ende ist, da, also wo sie sich überlappen, da kleben wir jetzt unser doppelseitiges Klebeband drauf. Ziehen die Form, also die Folie wieder ab. Und rollen das jetzt schön über, damit das schön klebt. So sollte es nachher aussehen. Und jetzt könnt ihr anfangen, das überstehende Papier einzuklappen. Das klebt dann schön an dem innenseitigen Klebeband, sodass nachher nichts mehr verrutscht. Alles schön über den Rand wegfalten. Jetzt machen wir das von der anderen Seite auch nochmal. Alles schön einfalten. Und fertig ist unser Kabelhalter. Und ihr seht, dass das auch wirklich funktioniert. Habe ich das Kabel hier schon mal genommen. Jetzt stecken wir einfach das Kabel, so wie es ist, in den Kabelhalter, ziehen es durch und jetzt haben wir einen schönen Kabelhalter und keinen Kabelsalat mehr. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachmachen und wir sehen uns das nächste Mal bei der Miss Tippmaus. Bis dann!